bin Rebecca, ich bin 17 Jahre alt, arbeite als Mechatronikerin hier bei Transfluid und ich bin momentan im ersten Lehrjahr. Also ich finde, dass eigentlich mehr Frauen Mechatronikerinnen werden sollten, weil ich auch glaube, dass vielleicht einfach nur viele Frauen hier reingehen, weil ja, dann nur alleine unter Männern, ob das dann so funktioniert und so, aber wie man sieht, funktioniert es ja scheinbar, also dass auch das gar kein Problem ist mit den Kollegen und so, deshalb finde ich einfach, dass ich das, denke ich mal, auch mehr Frauen generell in den Werkstätten einfach trauen sollten, dass man vielleicht auch immer nur ein Praktikum zu machen. So hat das ja bei mir auch angefangen, dass ich hier 2 Wochen Praktikum gemacht habe und dann eigentlich direkt gemerkt habe, dass es mir richtig gut hier gefällt und auch mit den Kollegen, dass ich mit allen gut klarkomme. Also die Arbeit hier ist auf jeden Fall auch sehr abwechslungsreich. Es geht zwar immer darum, Rohre zu biegen, das ist klar, aber gibt es ja in verschiedensten Ausführungen, also die gibt es ja für riesige Rohre und ganz große Zellen, die ganz viele Schritte haben, gibt es aber dann natürlich auch einen ganz kleinen, mit denen man auch filigrane Rohre nur biegen kann oder Endgraten. Immer was Neues jeden Tag dabei. Wenn man dann da so ein, 2 Wochen an so einer Maschine gebaut hat und dann im Endeffekt dann, wenn der Programmierer damit fertig ist, dann auch sieht, wie die Maschine eigentlich funktioniert und wie komplex das eigentlich ist und dass man dann so sieht, dass man das quasi selbst gemacht hat. Schon ein schönes Gefühl, also ja.